Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin mal wieder in eigener Sache unterwegs, will schon wieder nichts filmen, aber oft finde ich dann halt doch was Interessantes. Und in diesem Fall ist es ein ganzer Haufen Ressourcen. Ich bin hier ganz abseits der üblichen Waldwege bei uns in der Gegend unterwegs. Also es gibt hier in der Gegend durchaus übliche Waldwege, ne, wo die Leute joggen gehen, wo sie mit dem Hund spazieren gehen und so weiter und so fort. Was ich jetzt mache heute, ist wirklich mal den Berg Querwald ein rauf, den nächsten runter in irgendein Tal, gucken, ob es am Fluss irgendwas Interessantes gibt und so weiter und so weiter. Und wie ich hier so unterwegs bin, habe ich einen hervorragenden Ressourcenbaum gefunden. Das ist zugegebenerweise wirklich ein seltener Fund, aber gibt es auch. Man muss nur lange genug auch mal da unterwegs sein, wo nicht so viele Leute im Wald rumrennen. Und im Fall, dass jetzt irgendwie hier die Zombie-Apokalypse da wäre und so weiter und so fort. Und nehmen wir mal an, ich war darauf nicht vorbereitet und habe keinen Bug-Out-Bag oder sonst was dabei oder einen Get-Home-Bag oder eine Axt, eine riesige Säge und so weiter und so fort, sondern bloß ein Taschenmesser, zum Beispiel ein solches, was meiner Meinung nach sehr wohl zum Survival-Messer taugt. Jetzt habe ich mit so einem Messer nämlich relativ Schwierigkeiten, riesige Holzbearbeitungsaktionen durchzuführen. Ne? Das ist ja kein halbes Schwert und auch kein halbes Machetenmesser, das eine Klingenstärke von 8 cm aufweist oder irgendwie sowas. Kann man sich jetzt drüber lustig machen, muss man nicht, kann man aber. Sondern ich habe hier nur so ein kleines Messer. Das heißt, ich bin ein bisschen mehr darauf angewiesen, mehr zu suchen, wenn ich Ressourcen brauche. Und es geht aber auch, wenn man nur so ein kleines Messerchen hat, sich alles herzustellen und alles hinzubekommen, was man sonst nur mit wirklich großem Werkzeug herstellen kann oder nur mit großem Aufwand, wenn man halt einfach Glück hat und die entsprechenden Ressourcen schon in rumliegender Form findet. So, und das wäre jetzt in diesem Fall zum Beispiel dieses schöne Brett, was hier hinten absteht. Ne? Das kann man definitiv für verschiedene schöne Zwecke wunderbar brauchen. Nehmen mal an, ich säge mir das klein, lege mir ein paar hinten nebeneinander, dann habe ich zum Beispiel eine wunderbare Sitzfläche oder ein Feschbarbrettle, was zum Essen draufschneiden, was zum Kochen. Ich habe ja an dem Messer hier auch eine Ahle und könnte mir dann in die Seiten von dem Holz noch jeweils so ein paar Löcherchen reinbohren und dann quasi kleine Dübel schnitzen und das Ganze mit Dübeln verbinden. Und wenn ich ganz viel Zeit habe, weil die Zombies noch eine Weile im Tal unterwegs sind und ich mich noch eine Weile verstecken muss, ne? Dann könnte ich das sogar noch mit Harz verkleben und mir daraus zum Beispiel ein wunderbares, größeres Brettchen als Arbeitsunterlage hygienischer Art machen. Übrigens sogar sehr hygienisch, weil das ist Kiefernholz. Das enthält durch das Harz, was drin ist, jede Menge tolle Stoffe, die auch so ein bisschen antibakteriell wirken. Wenn man darauf also sein Essen zubereitet, muss man sich sogar gar nicht mal so sehr große Sorgen machen um irgendwelche Bakterien und ähnliches Zeug. Also da könnte man sich jetzt problemlos mit der hier drin enthaltenen Säge entsprechendes Material raussägen. Und das ist nur ein Beispiel. So ein wunderbar gesplitterter Baum bietet zum Beispiel hier auch noch schönes Brettmaterial. Hier dieses ganze Ding, was hier rausgerissen ist, kann man alles wunderbar verwenden. Solche Sachen hier kann man alles wunderbar verwenden. Und selbstverständlich ist das eine wunderbare Fundgrube für Kienspan. Es kommt ja selten vor, dass ich bei mir mal Kienspan finde, aber hier hat es reichlich. Man muss hier nur vorbeilaufen und kann schon richtig riechen. Es duftet hier in einem Meter Entfernung wirklich so intensiv nach Kienspan. Das ist klar, dass dieser ganze Klumpen quasi mehr oder weniger fast nur aus Kienholz besteht. Und man muss sich da nur noch ein bisschen was raussägen und sich quasi bedienen. So, und das ist jetzt natürlich ein bisschen schattig, aber das da, alles Kienholz, ne? Dieses ganze Ding, dieser ganze Sporn hier, Kienholz, dieses kleine da, Kienholz, da unten, ja, das ist jetzt keins. Man darf aber auch, wichtig, nicht unbedingt nur Kiefernkernholz mit Kienspan verwechseln, aber das riecht hier wirklich so richtig intensiv und dieses Ding hier besteht da hundertprozentig draus. All diese kleinen Fäden hier sind auch wahrscheinlich ziemlich harzgetränkt. Ich hole mal schnell ein Feuerzeug, dann können wir den Test machen. Kleiner Test. Test offensichtlich erfolgreich, ne? So, jetzt brauche ich nur noch irgendwas zum Löschen.
Ist aus? Ist aus. Ja, also, das war wohl unübersehbar, dass es sich hier um entsprechendes Kienholz handelt. Und davon gibt es hier halt jetzt eben jede Menge, was man sich da entsprechend rausschnibbeln kann. Was ich jetzt tun werde, ist mir auf jeden Fall eben entsprechend diesen Sporn, der da rausguckt, den nehme ich mir mit. Ich will auch gar nicht alles mitnehmen, vielleicht kommt ja noch ein anderer vorbei, der da auch Spaß dran hat, sich ein bisschen Kienspann mitzunehmen. Und deswegen niemals alles nehmen, wenn man eine Ressource draußen findet. Es sei denn, man befindet sich natürlich wirklich in einer Notsituation. Dann nimmt man sich selbstverständlich, was da ist, weil man es ja unter Umständen durchaus noch brauchen kann. Und ich werde mir auch von hinten von dem abstehenden Brett, in Anführungszeichen, auch noch ein bisschen was raussägen und mitnehmen. Vielleicht gibt das mal noch ein kleines Bastelprojekt. Mal schauen. So, ich habe mir jetzt das Brett mal abgesägt. Und wenn man jetzt hier die Rinde rausbricht, ich kann immer nur einhändig arbeiten, deshalb ist es ein bisschen umständlich. Zum Beispiel mit dem Schraubenzieher hier, ne? Das dann einfach entsprechend rumpopeln, bis halt abgeht. Wie gesagt, ich kann jetzt nur einhändig arbeiten, bisschen schwierig. Aber jedenfalls legt man dann das hier frei und die äußerste Schicht, die sich direkt unter der Rinde befindet, das ist noch relativ frisch, da seht ihr auch die Harztröpfchen, das ist diese hier. Das ist Kiefernbast. Das findet man selbstverständlich auch, wenn man jetzt hingeht mit einem größeren Werkzeug oder mit einem Hartholzkeil, kann man auch versuchen, hier die Rinde abzutrennen und kommt dann auch unter den hier noch intakten Schichten irgendwann eben an diesen Kiefernbast. Das ist ein sehr weiches, elastisches Material, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe jetzt hier wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Daraus kann man sich zum Beispiel Bandmaterial improvisieren. Weil das ist, wie gesagt, super weich, super elastisch, trotzdem relativ reißfest. Also ein tolles Material zur Herstellung von Schnüren findet man eben in der alleruntersten Schicht von relativ frischer Kiefernrinde. Muss noch ein bisschen feucht sein, darf noch nicht so richtig durchgetrocknet sein. Wie gesagt, ein schönes Brett absägen, noch ein schönes Brett absägen, noch ein schönes Brett absägen und immer so weiter. Und dann kann man die schön aneinander legen und sich daraus prima was bauen. Also selbst ich kriege das hin mit meinen beschränkten Fähigkeiten in dem Bereich. So, und dann habe ich noch mir eben abgesägt, geerntet, tut mir leid mit dem Schatten, das ist jetzt halt vom Lichteinfall, so ein paar wunderschöne Stücke Kienspan. Schon gleich in klein, in fein, als wunderbare Lichtquelle. Deswegen heißt das Zeug ja Kienspan, ne? Hier sowas. So ein einzelner dünner Span, das war ja die Lichtquelle, die Kerze des Mittelalters. Wenn du nachts aufs Klo musstest, hast du dir so einen kleinen Span genommen, hast den angezündet, woran, an welcher Feuerquelle auch immer, was halt gerade da war, ne? Und damit bist du dann halt über den Hof zum Klo. Beziehungsweise schon nach dem Mittelalter hat man das immer noch so gemacht, dass Kerzen noch vergleichsweise teuer waren. Und hier habe ich noch ein etwas größeres Stück abgesägt und da kann man schon sehen, eben was mal ins Licht. Also noch harzgetränkter geht nicht. Das fühlt sich richtig schwer an und glänzt richtig. Fühlt sich richtig saftig an, weil das halt so harzgetränkt ist, wie nur eben geht. Also das ist allerbeste Qualitätskienspan. Mir reicht aber dieses kleine Stück. Wie gesagt, ich möchte noch ein bisschen was da lassen, falls hier noch jemand anders vorbeikommt und auch Lust hat, ein bisschen was zu sammeln. Ja, ich schaue mal auch, ob ich noch ein bisschen mehr von dem Bast freilegen kann, damit ich euch das noch ein bisschen besser zeigen kann. Und dann muss ich aber auch gucken, dass ich weiterkomme. Ich habe nicht ewig Zeit hier. Oh, hier habe ich jetzt einen halbwegs langen Streifen zurechtgeschnitten. Das braucht Übung, ne? Das ist super einfach zu wissen, wie das geht. Das ist super einfach rauszufinden, wenn man es dann ein paar Mal gemacht hat. Für richtig lange Stückchen braucht man erstens geeignetes Stück Baum, zweitens ein geeignetes Werkzeug. Das geht theoretisch mit jedem Messer, aber langfristig würde ich mir dann so ein angespitztes Schabeholz herstellen aus irgendeinem Hartholz, mit dem man die Rinde so richtig mit Schmackes abschaben kann. Oder wenn verfügbar, da ist sogar ein Steinwerkzeug ein richtig hilfreiches Ding, weil so super scharf muss das gar nicht sein. Aber es geht auch mit jedem Messer, man muss nur vorsichtig sein. So. Ist noch ein bisschen dick. Man kann das auch noch dünner machen. Ihr seht, das ist noch relativ dick, das Material. Das ist halt quasi die komplette Bastschicht hier, was ich hier jetzt habe. Die ist ein paar Zellschichten dick. Ich weiß nicht, wie viele.
Man könnte die jetzt auch noch halbieren und würde ein deutlich feineres Material hinkriegen. Man könnte das Ding natürlich von den Streifen in der Länge nach auch noch mal durchschneiden und halbieren. Dann hätte man zwei. Und man kann das Zeug auch verknoten. Nur muss ich euch zu dem Zweck da mal hinlegen. Ich bin etwas unterausgestattet. So, und wir machen einen Knoten und stellen fest, das hebt sogar relativ gut. Ne? Einfach nur mal, um zu zeigen, wie elastisch das Zeug ist. Und man kann den Knoten sogar wieder aufmachen, ohne das kaputt zu machen, und hat dann weiterhin hier seinen Streifen. Und man kann da also durchaus irgendwelche Sachen mit befestigen. Wenn der richtig lang ist, ist das meines Erachtens so einer der besten Schnurersetzer, die es so gibt, und ist auch relativ solide. Natürlich kann man sich da nirgendwo mit abseilen, aber irgendwas zusammenbinden, auch wenn es ein bisschen halten soll, dann braucht man halt entsprechend viel von dem Zeug. Das geht eigentlich ganz gut mit Kiefernbaststreifen. Aber es ist echt eine Frage der Übung, und ich gebe auch ganz ehrlich zu, mir fehlt die Übung auch, das halt eben in größeren Ausmaßen herzustellen. Aber mit so einer umgestürzten Kiefer hätte man auf jeden Fall die Möglichkeit, sich davon so viel herzustellen, wie man möchte, in einer echten Notsituation. So, und was ich jetzt noch schnell mache, ist hier meine Brettchen entsprechend klein kriegen und noch die Rinde abmachen, damit ich die dann so in den Rucksack stecken und mitnehmen kann. Wie gesagt, die möchte ich gerne noch für irgendein kleines Bastelprojekt gerne haben. Sinn des Projektes ist es, dass das, was dabei gebastelt wird, halt nur mit diesem Messer passieren soll. Und ja, aber das müsst ihr euch jetzt nicht noch angucken. Das Wesentliche habe ich euch gezeigt. Ah ja, und noch eine Sache zum Bast. Wer ganz verzweifelt ist, kann da auch gerne drauf rumkauen. Der enthält ein gewisses Maß an Nährstoffen. Also ist Survival-Nahrung für die allerletzte, verzweifelteste Situation. Der große Vorteil bei dem Zeug ist natürlich, dass es ganzjährig vorhanden ist. Immer. Ne? Bäume stehen immer da und das Zeug ist auch immer nährstoffhaltig. Noch besser als drauf rumkauen ist auskochen und dann die Brühe entsprechend trinken. Oder man nimmt die allerinnerste Schicht. Das kann ich euch doch jetzt noch mal kurz zeigen. Seht ihr, was hier jetzt hängt? Das da. Das ist zum Beispiel jetzt so ein Faden. Oder hier das, dieses. Das kann man gerade mit dem Fingernagel abkratzen. Dieses innerste Material, dieses ganz, ganz feine Zeug, was hier direkt auf dem Holz aufsitzt, das ist Cambium. Das ist Cambium. Wenn ihr danach wirklich auf dem Holz rumkratzt, das fühlt sich halt deutlich anders da an. Holz, ist halt hart. Und da drauf ist nochmal so eine ganz, ganz dünne Schicht. Das ist zum Teil eben Bastmaterial, zum Teil ist das Cambium. Beides ist halt eben entsprechend nährstoffreich. Und dieses Gekrissel hier, das kann man jetzt essen. Und das mache ich jetzt sogar mal vor. In dieser Menge schmeckt es natürlich nach nichts. Ansonsten schmeckt es halt leicht harzig, leicht holzig. Aber das enthält tatsächlich gar nicht mal so wenig Kalorien. Das Problem ist allerdings eher, da halt einfach entsprechend dran zu kommen. Wenn man das in größeren Maßstab haben möchte, dann kratzt man echt eine Weile am Baum rum. Wer das üben will und das dann auf eine energieeffiziente Art und Weise irgendwann hinbekommen kann, der hat sich natürlich eine super Notnahrungsquelle erschlossen. Wenn ich mal gar nichts Besseres zu tun habe, hocke ich mich mal einen Tag vor so ein Stück Holz und kratze Cambium ab und mampf das dann. So, aber das war es jetzt wirklich. Damit haben wir, glaube ich, alle wesentlichen Anwendungsgebiete von unserer umgefallenen Kiefer hier angesprochen. Und wenn ich jetzt noch was vergessen habe, dann ist mir das auch egal, weil ich muss jetzt langsam echt mal weiter. Ich hatte nicht vor, ewig an so einer Kiefer Zeit zu verbringen. Tschüss.